Eine dritte Quelle der Missverständnisse entspringt endlich aus der eigentümlichen phonetischen Beschaffenheit der Sprache. Das Chinesische ist nämlich außerordentlich lautarm, besteht zudem ausschließlich aus Einsilbern und besitzt infolgedessen einen großen Reichtum an gleichlautenden Wörtern von verschiedener Bedeutung. Ein Überstand, der nicht einmal die chinesische Wortschrift mit ihren Tausenden von Schriftzeichen endgültig zu beseitigen vermag. Hiermit steht die besondere Vorliebe des Chinesen für das Wortspiel im engsten Zusammenhange, zugleich aber auch seine bedenkliche Neigung, sich auch dort mit einem Wortspiel zu begnügen, wo eine Begriffsbestimmung geboten war, also etwa einen philosophischen Terminus einfach durch ein gleichlautendes Wort mehr oder weniger ähnlichen Sinnes zu erklären. Ich glaubte, diese einleitenden Bemerkungen, selbst auf die Gefahr hin, zu ausführlich zu werden, vorausschicken zu sollen, um dem Leser verständlich zu machen, wie das Chinesische nicht etwa trotz, sondern gerade infolge seines abstrakten, begrifflich-logischen Charakters sich als ein für das philosophische Denken im Ganzen wenig geeignetes Instrument erweisen musste. Das Hongfeng, die älteste Zeit, 1100 bis ca. 500 v. Chr. Als das älteste Denkmal philosophischer Spekulation in China hat wohl das sogenannte Hongfeng, die große Regel, zu gelten. Ein kurzer Traktat, der einen Bestandteil des Shuqing bildet. Im Jahre 1122 v. Chr. Übergab in der Tradition zufolge der Fürst von Qi dem Wu Wang, dem ersten Könige der neu gegründeten Chu-Dynastie, als ein Dokument, welches der sagenhafte Kaiser Yu, regierte angeblich 2205 bis 2198 v. Chr., vom Himmel selbst erhalten haben sollte.